Mein Name ist Manfred Benkford, ich bin Leiter der Jupiter Workshop Academy. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich jetzt im Monat April eine Ostereiersuche auf der Homepage veranstalte, wo ihr einen Workshop mit zwei Profimusikern gewinnen könnt. Lediglich eintragen, wie viele Ostereier ihr gefunden habt, und ich komme zu euch mit zwei Profis völlig kostenlos. Hallo liebe Saxophonisten, hallo liebe Klarinettisten, unser Facebook-Gewinnspiel. Bereits gestartet, unter allen Einsendern wird ein iPad 2 verlost, brandneu, und das Ganze kann über unsere Facebook-Seite stattfinden, www.facebook.com/rico.reads. Einfach draufgehen, teilnehmen, welches Blatt spielst du, welches Musikstück spielst du, welches Instrument spielst du, und schon bist du dabei in der Auswahl. There's a lot of saxophones in the world, but none play like a song. Don't forget it. Fantastisch. Und bin, stehe ganz kurz davor, mir ein Selmer Tenorsaxophon zu kaufen. Und ich bin einfach begeistert von der Präsentation hier am Stand, weil man wird erst gut beraten, kann dann ausprobieren und hat hier die volle Auswahl. Also ja, so sollte man das machen, denke ich. Im Auto beim Nachhausefahren ist die Idee gekommen, man muss die Flöte anders biegen, weil die haben eben alle auf den U-förmig gebogenen Kopfstücken gespielt, und durch das Drehmoment der Flöte die Hände total verkrampft und einen luftigen, nicht zentrierten Klang gehabt. Und es gibt es einfach nicht, dass 7 Kinder den gleichen Fehler machen und daran selber schuld sind. Wenn das so ist, dann liegt es am System. Und irgendwie, der Gedanke ist vom Himmel gefallen, die Flöte muss man in eine andere Richtung biegen, dass sie in einer Linie sein kann. Sehr, sehr gut. Ja, danke. Klasse, klingt schön. Ja. Und wie gefällt dir das Saxophon? Gefällt mir schon sehr. Ja, ja, ja. Geht gut ab, gell? Ja.